Dies ist ein Video an alle Suchenden, Spirituellen, Forschenden und Praktizierenden. Kurz an alle Menschen, die bereit sind, ihr Bild der Wirklichkeit zu hinterfragen, um wahre Erkenntnis zu erlangen. Was wäre, wenn die Wirklichkeit anders, viel atemberaubender und spannender wäre, als wir auf den ersten Blick zu träumen wagen? Die Welt ist erfüllt vom Logos, dem göttlichen Urwort, durch das alle Dinge ins Dasein gerufen werden. Schon im Neuen Testament lesen wir dazu: Enache, en hologos, ke hologos, en prostantian, ke theos, en hologos. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Alles, was geworden ist, heißt es weiter: in ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Dieser Logos wirkt bis in die heutige Wirklichkeit hinein. Denn alles, was wir sehen, hören, schmecken, riechen, fühlen, ist in Wahrheit Schwingung und Information. Der Logos ist das Ur-Ohm. Er schafft die Realität, auch in dir. Dasselbe Potenzial, das sich im Urwort verbirgt, verbirgt sich auch tief in deinem Inneren, in der Tiefe deines Herzens, dem Tempel des Heiligen Geistes. Denn du trägst einen göttlichen Funken in dir, der nur darauf wartet, von dir aktiviert zu werden, um sich neu mit dem großen Ganzen zu einer größeren Einheit zu verbinden. Was wäre also, wenn ein Geist ein viel höheres Potenzial und eine größere Macht hätte, als die anerkannte Schulweisheit sich heute noch zu träumen wagt? Ich möchte dir mit diesem Video vorschlagen, dass du dich aufmachst, diese Mysterien zu ergründen und dich daran erinnerst, wie es ist, wahrhaft du selbst zu sein. Ein Weg dazu kann der Weg der Mystik sein, der sich damit befasst, uralte Mysterien und Geheimnisse zu erforschen und sie in unserer Zeit zur Anwendung zu bringen. Vielleicht hast du schon von den großen mittelalterlichen Mystikern der westlichen Mysterientradition wie etwa Meister Eckhart, Paracelsus oder Hildegard von Bingen gehört. Doch der Weg der Mystik ist viel, viel älter und beschränkt sich nicht auf einen spezifischen Kulturkreis oder eine spezifische Zeit, in der er am deutlichsten hervorgetreten ist. Es gibt weltweit unterschiedliche Mysterientraditionen und Mysterienschulen, die deine Einweihung in die großen und mannigfaltigen Geheimnisse der wahren Dimension der Wirklichkeit bieten und ermöglichen. Sie haben unter unterschiedlichen Voraussetzungen in den verschiedenen Kulturen und zu unterschiedlichen Zeiten dieselben grundlegenden Wahrheiten der geistigen Wirklichkeit erkannt und an jene weitergegeben, die dessen würdig waren. Wenn du dich also dafür entscheidest, diesen Weg zu gehen, dich mit der Mystik als geistliche Disziplin vertraut zu machen, dann habe ich noch einen weiteren Tipp für dich. Wirf einen Blick auf mein neues E-Book, Mysterion – Geheimnisse des mystischen Weges. Es enthält neben zahlreichen weiteren Informationen und Fachartikeln zum Thema Mystik eine umfassende Einweihung in 5 zentrale Mysterien des geistigen Weges. Wir sind umgeben von einem Geheimnis. Die Offenheit für das Geheimnis als geistige Wiedergeburt. Die Einheit aller Dinge als das ewige Leben. Segensreiche Weisheit und eine neue Perspektive. Ich wünsche dir viel Vergnügen bei der Lektüre und alles Gute auf deinem weiteren Weg. Den Link zum E-Book findest du unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ich danke dir herzlich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir alles Gute.